hast ja die zwei Vitalstoffe genommen. Erklär doch mal ganz kurz, warum und was hat sich verändert? Also ich bin ja bin aufgewachsen mit Eltern, die so ein bisschen arzthörig waren, und mein Vater war lange Herzpatient und der hat halt alles reingepfeffert, was der Chemiemarkt so hergibt, also Blutverdünner, Beta-Blocker, Stents und so. Und wir hatten immer so leise Zweifel, wir Kinder, ob das so gut ist für ihn. Er hat die Sachen 15 Jahre genommen, und aber eigentlich seine Herzprobleme hier wirklich in den Griff gekriegt. Und ich bin eher so ein Skeptiker, auch weil ich mich natürlich mit so Sachen beschäftige, wie den großen Lobbys, wie der Pharma-Lobby, auch der erste Lobby. Und glaub mir, man soll erstmal versuchen, einen natürlichen Weg zu gehen, wenn man sich mit Medizin beschäftigt. Und so bin ich auf diese Mikronährstoffe gekommen, die Dr. Rath herstellt. Wusste natürlich auch, wer Linus Pauling ist, weiß, dass der Nobelpreis gewonnen hat. Bin auch die erste Generation von Kindern, die aufgewachsen ist mit dem jeden Morgen ein Glas Orangensaft, das ist dann Vitamin C. Also ich bin natürlich die erste Generation, die mit den Resultaten der Pauling-Forschung groß geworden ist. Und immer wenn ich was habe, also selbst wenn ich einen Kopfweh habe oder irgendwas, ich versuche immer erstmal das natürlich zu lösen als über die Chemiekeule. Das liegt daran, dass ich zu viel über Lobbyismus weiß und auch zu genau weiß, wie die Pharmaindustrie arbeitet. Und so bin ich auf die Stoffe gekommen. Ich nehme sie jetzt seit Jahren und kann nur sagen, ich muss ja regelmäßig zu diesen Versicherungsärzten. Vor jedem Film muss man als Hauptdarsteller ja zu so einer Ausfallsversicherungsuntersuchung machen. Und jedes Mal, wenn ich untersucht werde, sind die dann doch relativ beeindruckt, dass ich trotz meines fortgeschrittenen Alters, ich bin jetzt demnächst Ende 50, sag mal, erstaunlich gesund und fit bin. Also ich kann nur sagen, bisher hervorragende Erfahrungen gemacht. Und ich nehme grundsätzlich Chemie nur, wenn es überhaupt nicht mehr anders geht. Hannes, sag uns doch noch mal ganz kurz, wieso du eigentlich keine Vitamine vom Arzt verschrieben bekommen hast. Na, da habe ich eine relativ einfache These. Die Pharmaindustrie verdient ja nur am kranken Patienten. Mhm. Die verdienen ja nicht mehr, wenn wir gesund sind. Also kann die Pharmaindustrie und auch der Arzt kein Interesse an den gesunden Menschen haben. Ja. Wovon lebt ein Arzt? Der lebt davon, dass Leute krank werden. Ich glaube einfach, wenn man sich mehr auf präventive Medizin konzentrieren würde und nicht nur auf behandelnde Medizin, wäre uns als Patienten ja echt gedient. Es ist ja viel schöner, gar nicht erst krank zu werden, weil wenn du mal krank bist, bist du in dieser ganzen Mühle drin. Dann nimmst du das Mittel, dann hast du aber natürlich Nebenwirkungen, und gegen die Nebenwirkungen nimmst du das nächste Mittel. Das gilt für Krebs, das gilt für fast alle Krankheiten. Wenn du durch die Chemo durch musst, dann hast du fürchterliche Nebeneffekte. Und ich glaube, wir müssten viel mehr Zeit, Geld, auch Innovationsenergie stecken in präventive Medizin, dass wir gar nicht erst krank werden. Hat natürlich wieder viel mit Nahrungsmitteln zu tun, hat mit unserer Luftverschmutzung zu tun, Wasserverschmutzung. Trotzdem glaube ich, das Tolle an diesen Micronutrients, Mikronährstoffe auf Deutsch, ist ja, dass es einfach Präventivmedizin ist. Ja. Und ich glaube, da sollte man den Fokus eher drauf legen, dass man einfach gesund bleibt und gar nicht erst krank wird. Du hast gesagt, die Pharmaindustrie, kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen, zu der Pharma-Lobby? Ja, das fängt ja damit an, dass wenn ein Vierjähriger eine Mittelohrentzündung hat, wird er mit Antibiotika zugeballert. Du kriegst ja mittlerweile Antibiotika für und gegen alles. Und dann wundern wir uns alle, dass es resistente Erreger gibt, dass Leute mit wirklich schweren Entzündungen ins Krankenhaus kommen und reagieren auf keine Antibiotika mehr. Antibiotika werden eingesetzt in der Massentierhaltung. Das Trinkwasser vom Geflügel ist bereits mit Antibiotika versetzt. Also ich bin aber grundsätzlich skeptisch, was die Pharmaindustrie uns alles so ins Auge, in den Magen, überall hindrückt. Ich habe ein kleines Erlebnis gehabt, ich habe in der Karibik gedreht, einen Dreiteiler über einen sehr berühmten Bankräuber. Und wir saßen im April in einem Hotel mit 600 Zimmern und wir waren, außer uns 40 Crewleuten, war da niemand. Urplötzlich war dieses Hotel rammelvoll. Mit etwa 400 Gästen, die alle Deutsch sprachen. Ich so, aha. Und dann so, wer seid denn ihr? Ja, wir sind alle Ärzte aus Deutschland. Ja, was macht ihr denn? Ja, wir haben ein kleines Seminar hier. Ach, was macht ihr denn? Ja, es wird ein neues Antibiotikum vorgestellt. Und dann habe ich immer rausgekriegt, dass die Ärzte, die am fleißigsten die Antibiotika von einem gewissen Hersteller verschrieben, bekamen diese Incentive-Reisen sozusagen. Also die wurden dann auf Kosten des Pharma-Riesen in die Karibik geflogen, hatten da eine Woche, glaube ich, einen sehr schönen Urlaub, jeden Tag ein bisschen Präsentation. Ansonsten waren die beim Windsurfen, am Strand, beim Baden. Da habe ich gedacht, ach guck, also so läuft das. Die Ärzte werden schon mal letztendlich geschmiert, wenn sie gewisse Sachen verschreiben. Also ich bin einfach, was Pharmaindustrie betrifft, extrem skeptisch. Glaubst du auch, dass das ein Grund ist, warum es so wenig brauchbares Filmmaterial gibt über die Pharmaindustrie bislang? Na, wenn man das Fernsehen anschaltet, gibt es immer drei Industriegruppen, die richtig Werbung schalten. Das ist die Autoindustrie, die Lebensmittelindustrie und die Pharmaindustrie. Ich habe mal versucht, was Kritisches über die Pharmaindustrie zu machen als Dokumentarfilmer. Das wirst du bei einem deutschen Sender nicht loswerden können, weil sie zu abhängig sind von den Werbeeinnahmen der Pharmaindustrie. Du wirst auch ganz schwer was machen können gegen Konzern wie Nestle.
weil Nestlé ist einer der größten Lebensmittelhersteller der Welt. Also gegen die Leute zu drehen, ja, die richtig massiv Werbezeiten kaufen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Könntest du vielleicht noch ganz kurz was sagen zu Bayer und Monsanto? Das ist ja momentan so in aller Munde. Also ich bin natürlich ein totaler Gegner von genmanipuliertem Saatgut. Ich bin auch ein radikaler Gegner von diesem kompletten Überdüngen oder diesem Zuballern von Agrarflächen mit Pestiziden, Herbiziden, Fungiziden, Insektiziden. Das essen wir ja alles. Ich sage jetzt gar nicht, das ist schlecht für mich. Ich finde es nur schlecht für die Natur, weil alles, was auf den Acker draufknallt, geht ins Grundwasser, übers Grundwasser ins Meer. Das ist ja dann im Lebensmittelkreislauf. Dass Glyphosat immer noch nicht verboten ist, ist ein Skandal. Das ist nämlich nur eins von unzähligen Mitteln, die in der Agrarindustrie eingesetzt werden. Es geht natürlich immer um Gewinnmaximierung. Und ich halte es einfach für einen Riesenfehler zu glauben, du kannst Natur manipulieren. Natur wird sich immer irgendwie rächen. Selbst wenn du das Insekt jetzt killst mit Glyphosat, der Folgeschaden über die Chemie, also die Chemikalien, ist natürlich viel größer als das Insekt. Insofern ist es, finde ich, ein Skandal, dass es schon wieder verlängert wurde, die Erlaubnis für Glyphosat. Ich finde es hochgradig bedenklich, dass sich jetzt Bayer als einer der großen Agrochemiker mit Monsanto zusammentut, dem größten Agrochemiker. Also das sind alle Dinge, die mir ehrlich gesagt als Konsument nicht unbedingt Angst machen, aber die ich halt hochgradig suspekt finde. Und was können wir deiner Meinung nach tun als Bevölkerung, dem entgegenzuwirken? Also ich denke immer, mein Geldbeutel ist die mächtigste Waffe. Okay. Ich gehe jetzt nicht dauernd, ich kaufe nur Bio. Aber gar nicht, weil es um meine Gesundheit geht. Ich trinke sehr gerne meinen Alkohol. Ich bin auch nach wie vor ein großer Freund von gewissen Tabakprodukten. Es geht mir darum, was wir der Natur antun. Ja. Wie gesagt, wenn wir nicht Bio kaufen, dann hast du diese ganzen Düngemittel, die ganzen Insektizide, nicht nur im Produkt, sondern eben auch im natürlichen Kreislauf. Ja, ja. Jedes Tier muss das dann plötzlich inhalieren. Wenn du eine Bioforelle in Deutschland obduzierst, hast du in dieser Bioforelle Mikroplastik und den ganzen Agrarmüll, der mir auf den Acker knallt. Das geht durch den Wasserkreislauf als in jedes gesamte System. Also deswegen promote ich immer, kauf Bio, kauft so wenig, wie es geht, kauft frisch, weil wir schmeißen die Hälfte unserer Lebensmittel weg. Also ich glaube, wenn wir den Geldbeutel ein bisschen bewusster einsetzen, dann kann man schon sehr viel bewegen. Vielen Dank, Hannes.